erst in Griechisch, dann in Französisch und dann auch in Deutsch. Hier ist Nico Andabosuki aus Griechenland mit Imastego. Imastego. Was eigentlich gedacht war. Deswegen sage ich nur, wir sind eine Arbeitsgruppe, wir haben Kontakt
zu den Menschen im Susatal zurzeit 2 bis 3 E-Mails und zum Teil noch Telefonate dazu pro Tag. Wir haben Kontakt ins Baskenland, ins französische Baskenland und zu den Menschen auf der Seite Lyon, die ebenfalls gegen diesen Wahnsinnstunnel von 53 Kilometern unter den Alpen hindurch kämpfen. Im Januar 2010 haben über 100 Gruppen eine Charta gegen unnütze Megaprojekte unterschrieben. Diese Charta ist auch an unserem Stand in Richtung Parkwache erhältlich. Vom 26. bis zum 30. August plant die Gruppe im Susatal, beziehungsweise das ist nicht eine Gruppe, sondern das ist praktisch, sind die Bewohner des ganzen Tales, die planen ein Forum, ein thematisches Forum, ein Camp, wo man über diese Dinge diskutieren kann. Am 26. ist Anreise, am 27. stellen sich die Gruppen vor, wir lernen uns kennen, wir knüpfen Kontakte, wir erfahren über die Gründe und Probleme und die Methoden des Widerstands an vielen Stellen in Europa. Aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich, aus Irland, aus vielen Ländern sind Menschen angesagt. Am 28. geht es um die Ziele, die die Menschen mit diesem Kampf verbinden. Und am 29. wollen wir alle zusammen das Susatal kennenlernen. Wir von der Arbeitsgruppe organisieren eine Busfahrt dahin. Zu dieser Busreise treffen wir uns am Dienstag um 18 Uhr im Parkschützerbüro in der Obernstraße 86. Nehmen wir gemeinsam teil, diskutieren wir gemeinsam. Das ist ein Kampf gegen die Hochgeschwindigkeitszüge, gegen den Bahnhof in Stuttgart 21. Gemeinsam sind wir stark. Wir müssen neue Beziehungen herstellen zwischen den Völkern, und zwar von unten und nicht von den Regierungen. Eine neue Diplomatie müssen wir aufbringen. Er ist ein Vertreter davon und er berichtet uns von dieser Bewegung auf dem Tahrirplatz. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin, und ich glaube ihr auch, schlechte Nachrichten sehr gewohnt. Naturkatastrophen, Umweltzerstörung, Atomkatastrophen, Hungersnöte, neonazistische Terror etc. pp. Umso schöner ist es, wenn ab und zu gute Weltnachrichten herkommen. Und umso schöner ist es, wenn diese guten Nachrichten aus Regionen kommen, wo wir das eigentlich nicht erwartet haben. Der Nahe Osten wurde eigentlich reserviert in Medien und in Darstellung als ein Schlachtfeld des Bösen, wo nur Extremismus, Terror und Krieg das Bild bestimmt hat. Umso ermutigender, umso mehr Hoffnung für die gesamte Welt kam auf, als wir ab Januar dieses Jahres den sogenannten arabischen Frühling gesehen haben. Ein großer Aufstand von Millionen Menschen für Freiheit. Dieser Aufstand und Rebellion hält bis heute an, trotz mehrere tausend Todesopfer kämpfen immer noch die Menschen für Freiheit und für echte Demokratie, um ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Aber und es gibt die Hoffnung, dass aus dem arabischen Frühling ein Sommer der Demokratie wird. Aber was ist denn eigentlich Demokratie? In der heutigen Zeit wurde uns mehr und mehr eine Vorstellung geliefert, dass Demokratie im Sinne von Herrschaft des Volkes gar nicht so funktioniert, weil das Volk sich gar nicht selbst regieren kann. Das Volk kann angeblich nur von Experten und Eliten regiert werden, weil das Volk zu dumm ist. Und deswegen ist Demokratie eigentlich nur noch die Wahl, welche Elite über uns herrschen darf. Aber auch in Madrid und in Athen sehen wir das Aufscheinen einer anderen Demokratie. Eine Demokratie von unten, wo Menschen angefangen haben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Auf dem Tahrirplatz waren Zehntausende Menschen, die das gemeinsam organisiert haben. Trotz brutaler Übergriffe standen sie, alt und jung,
reich und arm, und haben gemeinsam diesen Platz organisiert. Als der alte Staatssicherheit mit Schwerkriminellen angefangen hat rumzuplündern, haben die Menschen angefangen, in ihren Stadtteilen, in der Nachbarschaft, Schutzgruppen, Schutzkomitees aufzubauen und haben ihre Stadtteile gesichert, aber dann auch begonnen, sich in Belange ihrer Stadtteile einzumischen. Ich war erstaunt, wie sauber diese Stadt war, von dem hier immer erzählt worden ist, ist verdammt dreckig. Weil seit dieser Erfahrung, dass Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ihre Stadt selbst organisieren, haben auch die Leute angefangen, ihre Stadt zum Beispiel sauber zu machen. Deswegen war Kairo inzwischen sehr, sehr sauber. Das ist eine echte Demokratie von unten, wo Menschen beginnen, nicht sich nur repräsentieren zu lassen, sondern sich selbst zu repräsentieren. Und ich habe das gesehen, wie Menschen dort selbst sich organisiert haben, die keine richtigen Schuhe hatten, die Analphabeten waren, aber eine Bewegung gestartet haben, die bis heute ihre Regierung vor sich hintreibt. Wenn das dort geht, geht es hier auch. Wir brauchen Bewegungen von unten, um die Regierung vor uns hinzutreiben. Und hier in Stuttgart, eure Bewegung war ein Vorreiter. Diese Basisdemokratie, diese Gestaltung von unten, ihr wart Vorreiter einer neuen Kultur, dass man sich mit sich nicht alles gefallen lässt, dass man nicht über seinen Kopf Politik machen lässt. Deswegen, macht weiter. Es geht hier um mehr als um einen Bahnhof. Es geht auch um unsere Würde. Es geht um die Würde, selbst unser Leben zu gestalten. Und ich kann euch sagen, die Menschen auch in Nordafrika haben sehr wohl wahrgenommen, was in Südeuropas passiert ist. Sie waren begeistert davon, dass auch in Madrid der Platz des Sol besetzt worden ist, dass auch in Athen Platz des Syntagma besetzt worden ist. Auch auf Deutschland wird geschaut. Wir können viel von Bewegung woanders lernen, aber woanders schauen sie auch auf uns. Lasst den Schrei für die Würde aus Stuttgart nicht still werden. Lasst sie weiterhallen. Macht weiter! Seit längerer Zeit mache ich eine Brücke nach Moskau. In Moskau ist auch Stuttgart 21. Dort soll für ein riesiges Spekulationsprojekt für einen Autobahnbau von Moskau nach St. Petersburg eine 6 Kilometer breite Schneise durch den Wald geschlagen werden. Der Waldgürtel von Moskau ist für das Klima wahnsinnig wichtig, weil Moskau steht kurz vor dem Kollaps. Es gibt dort eine Gruppe, die nennt sich Waldschützer. Mit diesen Waldschützern bin ich schon seit längerem eng befreundet. Wir tauschen uns fast jede Woche aus. Sie gucken sehr oft zu uns hier nach Stuttgart. Und ich berichte immer, was hier bei uns in Stuttgart los ist, und Sie berichten mir, was bei Ihnen in Moskau gerade stattfindet. Die Sprecherin dieser Bewegung, Jewgenia Tscherikova, ich habe mit ihr vergangenen Mittwoch telefoniert, hat sie mir gesagt, bitte richte hier in Stuttgart viele, viele Grüße von uns aus. Wir schauen immer wieder nach Stuttgart. Ihr seid das große Vorbild für uns, wir sind stolz auf euch und wir versuchen das genauso zu machen wie ihr. Und da möchte ich sagen, Jewgenia, ich weiß, du guckst uns zu über Flügel TV. Wir grüßen dich ganz herzlich hier von Stuttgart. Wir bewundern euren Mut und wir sind bei euch und wir wünschen euch auch viel, viel Erfolg für ihre Bewegung. Vielleicht schaffen wir es, dass dieser Park in das Erbe der UNESCO, das Welterbe, aufgenommen wird mit unserer Hilfe in das Kulturerbe. Wir haben hier geschrieben, wir haben in der ganzen Welt Projekte gemacht, deswegen bin ich mit Ihnen befreundet. Dear Henning, ich springe auf drei Sätze nun. We need right now radical changes in the present trends in which the markets are not democratic values are guiding the political behavior. Also, wir brauchen jetzt ein radikales Umsteuern
in den gegenwärtigen Entwicklungen, dass nicht die Märkte die Demokratie beherrschen, die menschlichen Werte, sondern umgekehrt, dass wir in der Politik Werte wieder haben. From silent spectators to active and participatory citizens, von den schweigenden Bürgern zu den Bürgern, die sich einmischen in das Geschehen. Von der Wort, from word to force, von dem Wort zu Tat. Und am Schluss in Spanisch schreibt er: Quedamos arriba, oben bleiben! Er hat uns noch eine Botschaft gegeben für die Stadt Stuttgart. 6 Punkte für eine neue politische Kultur. Erstens, Respekt gegenüber dem Leben. Zweitens, Gewaltverzicht üben. Drittens, mit anderen teilen. Viertens, zuhören, um zu verstehen. Fünftens, Erhalt des Planeten. Und sechstens, Solidarität und Demokratie leben. Hier in Stuttgart, 21, bleibt oben. Und wir hören jetzt noch eine Stimme von einem Flüchtling. Bei der Krieg, das wir machen, Politik, heißt immer das alte Leiden. Willkommen, Rex Osa. 1 Minute für dich aus Afrika. Flüchtlingskarawane, die wir hier zusammen nochmal auch hören. Ein Betroffener einer Politik. Die Kriege werden finanziert und die Flüchtlinge müssen dann mit viel Risiko in die Meere flüchten. Herzlich willkommen hier für ein Grußwort. Good evening, ladies and gentlemen. It's interesting to see this crowd. And for such political games of those who see themselves as powerful, who take decisions into their hands just because of corrupt gains, from the Caravan and the Voice Refugee Forum, we express our solidarity today. One could see the positive development in the last months over the Stuttgart 21. One could see the demonstrations on the streets. Some people even think it's not even bringing something positive, but minimum is to change the regime from the tradition. The political tradition of 58 years shows a positive development in the fight against Stuttgart 21 and the atomic crime. But talking about democracy or social gerechtigkeit without considering the living situation of our guests who are here persecuted just because they needed protection, it means that yes, we have not reached realized a real outcome. With the powers of the people, with the voice of the people against Stuttgart 21, it is clear that yes, the voice of the people means a lot to the government, it means a lot to the state. So I think we are calling on your solidarity, just as you have the crowd here. We want you to see it. See, Stuttgart 21, it's an economic issue. It's a political game, we know, but the issue of refugee has to do with human lives, our guests. We have to see how we come together, just like the crowd is, because if we are together, we could change the lives of refugees, the persecution of refugees in Germany. We call on you all to support the struggle against the self-organization of refugees and the fight against the persecution of refugees in Germany. Thank you. Jetzt habe ich das Vergnügen, eine Gruppe anzusagen, die den Namen Auftakt trägt und die uns hoffentlich auch den Auftakt gibt, um unseren Widerstand fortzusetzen. Vielen Dank. Thank you.
Vereine sind. Es beginnt mit dem Herrn Stoiber, der inzwischen auch im Europa-Park leidet, so wie Herr Oettinger und vielleicht auch Herr Markus demnächst. Aber das war zur Einstimmung. Und als Gruß auch an den Herrn Becker, also etwas über den Herrn Stoiber. Bleib stehen, in unserem Kopf, mein Hoch.